Ist Deutschland noch zu retten oder sind wir schon hoffnungslos verloren? Ich habe heute vier kleine Videos dabei. Danach kannst du dir selbst eine Meinung bilden, ob du noch Hoffnung siehst für unser Land oder ob wir schon längst verloren sind. Wir starten hier mal ganz kurz in Berlin. Tagesaktuelle Bilder von heute. Allah! So, ich glaube, die Aufmerksamkeit von jedem habe ich. Kein Spaß, Leute. Das läuft jetzt gerade neben mir zu Ende, ohne Ton. Ihr könnt euch denken, sie beten hier auf offener Straße zu ihrem Gott, wie sie sagen. Jetzt gibt es hier allerdings noch jemanden, der ziemlich Klartext reden kann. Aufpassen. Wir Ausländer müssen ja jetzt quasi das Ruder übernehmen und das sagen, was die Deutschen sich nicht mehr trauen. Ja, auf jeden Fall. Die Flüchtlingspolitik ist gescheitert. Wir haben zu viele hier. Das sage ich als Kanake. So, wäre ich jetzt aber blond und hätte jetzt blaue Augen, Bruder, die hätten mich durch das Dorf getrieben, ja? Das waren 25 Sekunden, wo ein Ausländer selbst darüber berichtet hat, dass wir in Deutschland es mit unserer Migrations- und Integrationspolitik völlig, dass wir völlig gescheitert sind, dass wir völlig gegen die Wand gefahren sind. Jetzt gibt es hier allerdings noch einen anderen Clip, da geht es auch um 25 Sekunden und seht selbst, also die brasilianische Polizei ist hier anscheinend durchaus gut ausgebildet in dem, was sie hier tun. Solta a dona, rap! Solta a mulher, rap! Solta ela! Habt ihr das am Ende gehört? Hier hat die Polizei noch wirklich Rückendeckung von der Bevölkerung. Hier hat jemand auf offener Straße versucht, jemanden zu entführen mit einem Messer am Hals. Der Polizist, er hat keine 30 Sekunden gebraucht, bis er die Person mit mehreren Schüssen niedergestreckt hat. Da ist vor allem gute Ausbildung wichtig und dann Rückendeckung der Politik. Allerdings kommen wir jetzt zu unserem, wie nenne ich ihn, zum Integrationsbeauftragten der Woche. Ich denke, ich muss einige Geräusche gleich zensieren, sonst spinnt der YouTube-Algorithmus wieder. Aber achtet mal drauf, wie hier ein Migrant dafür sorgt, dass die Neuzugewanderten endlich mal kapieren, wo der Hammer hängt. Und du beleidigst keinen auf deine Sprache, du Arschloch! Jetzt bezahlst du das 1 Euro! Sofort! Bevor ich mich vergesse! Du dämlicher Affe! Wegen Arschlöchern wie dir sind wir schlecht angesehen! Und jetzt entschuldigst du dich nochmal. Hey, entschuldige dich bei dem Mann jetzt. Sag, dass es dir leid tut. Oder ich sorge dafür, dass es dir leid tut jetzt. Entschuldige dich. Excuse-moi maintenant. Sinon, je te jure, je vais te arracher ta tête et je vais te chier dans ta gorge. Excuse-moi maintenant vis-à-vis à cet homme. Okay, okay, I'm sure, yeah. So, fuck off now. Was verfoot, espèce d'endure, was? Habt ihr gesehen? Kommt aus dem deutsch-französischen Grenzgebiet, ist relativ neu, ist noch nicht so alt und es ist hier einfach phänomenal, dass die zugewanderten Leute hier am besten wissen, wie sie mit den Neuzugewanderten hier fertig werden und es ist viel schlimmer, dass sie so eine krasse direkte Ansprache brauchen und hier braucht man Cojones, würden die einen sagen, man braucht Eier in der Hose für sowas. Und man braucht vor allem Rückendeckung. Und dieser Mann hier, der ist einfach schon so lange bei uns gewesen, dass er gar keinen Bock darauf hat, sich wegen irgendeinem, wie sagte er, Affen, nicht meine Worte, Zitat, sich hier das Leben kaputt machen zu lassen. Und genau da ist das Problem. Es müssten, wie am Anfang, es müssten viel mehr Leute, die hier zugewandert sind, die Klappe aufmachen und sagen, Leute, ihr bringt euch selbst um, ihr Deutschen, ihr merkt es nur nicht. Aber wenn wir in Berlin leider die Situation haben, wie ich sie euch eben am Anfang gezeigt habe, dann wissen wir ja einfach, wo das jetzt hinzuführen hat. Das ist der Alltag auf Berlins Straßen. Sie können nur ihren Glauben offen ausleben, ihn uns alle aufoktroyieren, dass wir das sehen müssen, ja, anstatt sich lieber dafür einzusetzen, dass diejenigen der Muslime, die hier dafür Sorge tragen, dass es diesen Islamismus gibt. Das ist nicht die Mehrheit der Muslime.
Es gibt auch viele Muslime, die akzeptiert haben, dass man in einer westlichen Welt Frauen gleichberechtigt, dass man hier wählen darf, egal wo man herkommt, was man verdient etc. Aber es gibt sie eben, die Zugewanderten, die Neandertaler würden manche sagen, die hier einfach nicht in die Gesellschaft passen, weil sie aus einem anderen Zivilisationskreis stammen und auch einfach von ihrer Entwicklung im Land her auf einem anderen Stand sind als wir. Und da sind es die Migranten unter uns, die da die Klappe aufreißen dürfen, ohne als Nazi beschimpft zu werden. Sie dürfen es noch sagen, ja, wie sagte er, als Kanake, Zitat aus dem Video. Deswegen, ich bin gespannt auf deine Meinung, wie siehst du das hier? Und die brasilianische Polizei, sie weiß wohl, mit ihren Dienstwaffen umzugehen. Ich bin auf der einen Seite schockiert über die Bilder aus Berlin, auf der anderen Seite doch etwas erfreut über Leute, die noch offen die Meinung sagen. Und naja, über Polizeien aus anderen Ländern braucht man nicht viel sagen. Ich glaube, in jedem Land hat die staatlichen Institutionen mehr Rückendeckung als in Deutschland aktuell. Es ist beschämend, was Frau Baerbock und was Frau Claudia Roth hier fordern, dass der Attentäter aus Mannheim weiter in unserem Land bleiben darf und dann eventuell mal abgeschoben wird. Es ist einfach zum Schämen für dieses Land. Er hätte schon längst ausgereist sein können. Wir können ab Berlin nach Kabul fliegen. Innerhalb von 48 Stunden wäre ich da. Wenn ich jetzt den Flieger buche, geht es morgen früh los. Kostet 600 Euro one way über Istanbul oder über Dubai nach Kabul. Und dann ist man in Afghanistan. Es gibt also Linienflugverbindungen mit Umsteigen ab Berlin, ab Frankfurt, ab München. Gar kein Problem. Was meint ihr denn, wie die da alle hinfahren? Zum Urlaub machen. Aber ich bin gespannt, ob sie nach Sonntag in der Politik noch weiter dieses Thema beackern. Frau Baerbock wollte einen Stopp der Diskussion über Migration. Und wer einen Stopp der Diskussion fordert, der fordert einen Stopp der Demokratie. Denn die Diskussion ist das, was die Demokratie am Leben erhält. Aber ich bin gespannt auf deine Meinung. Hast du noch Hoffnung für Deutschland oder hast du die Hoffnung schon beerdigt? Schreib mir einen Kommentar unter dieses Video und damit bis bald. Denke auch an meinen Telegram-Kanal. YouTube möchte dich nicht über jedes meiner Videos benachrichtigen. Wenn du meinem Telegram-Kanal folgst, dann bekommst du jedes Video umgehend, sobald es veröffentlicht ist, nochmal als Benachrichtigung auf dein Handy. Den Link findest du gleich hier neben mir oder in der Videobeschreibung und damit ist jetzt Schluss.